Hallo und willkommen zurück bei ARK auf der PlayStation 4 im Primitive-Modus, beziehungsweise in der Primitive-Mod. Und ja, es ist immer noch Mittwoch bei mir. Und hier ist die Ankündigung heute Abend, wie gesagt, ab circa 18 Uhr ein Livestream. Kann sein, dass es dann dafür am Samstag keine Folge gibt, das muss ich dann mal gucken, ob ich da noch eine Folge schaffe. Egal. In der Gruppe gerade mit Cloud und so weiter sind wir gerade am Diskutieren, beziehungsweise bis die Folge da ist, gibt es wahrscheinlich schon eine Lösung oder, ich sag mal, ein Ergebnis, ob wir ein Roleplay dann machen auf Primitive Mod mäßig. Wäre richtig geil, ich hätte richtig Bock drauf. So mit Handeln und so weiter und ja, das hätte was. Aber jetzt nochmal zum Thema. Ich habe es jetzt geschafft, dahin zu gehen, wo wir damals waren. Und ja, hier ist nichts mehr. Ich denke mal, vielleicht ist auch die Map neu gestartet. Ich weiß es gerade echt nicht. Aber hier ist nichts. Ich kann leider nur auch nicht da runtergehen, weil da unten hängt ein fettes Krokodil rum. Hab mir ein bisschen Fleisch gemacht. Und hier seht ihr zum Beispiel Tobacco Seed, also Kaffeebohnen, Samen. Nee, Tobacco? Nee, Zigarette? Ich bin gerade verwirrt. Also man kann ja zum Beispiel Zigaretten machen und Kaffee machen. Kaffee finde ich geil. Kriege ich gerne mal. Zigaretten sind jetzt nicht vom Vorteil, aber na gut. Ich finde es so witzig, was es hier einfach für Sachen gibt. Und keine Ahnung, das Primitive, das würde einfach mal... Ihr habt ja schon recht viel gesehen, auch in unseren Singleplayern, in ganz normalen Modus. Und ich finde es einfach cool, wenn man einfach jetzt mal eine Herausforderung nimmt, was anderes nimmt, andere Sachen. Hallo. Junge, ich hab... Oh, shit. Oh, komm schon. Jetzt häng ich... Wo hänge ich denn jetzt bitte fest? Ja, herzlichen Glückwunsch. Du kannst mich mal. Gut. Spawnen wir dann eben nochmal da oben. Ja, Nordzone 2 ist eher der Spawnpunkt, um dann oben zu landen. Wie soll man denn vorankommen, wenn man nur gerade verkackt? Okay. Ich weiß, eventuell wird das sowieso alles neu gestartet. Nochmal. Also, bevor es dann richtig losgeht. Dann werde ich mich jetzt einfach mal daran üben, den Start zu üben, zu überleben und ja, mal gucken. Ach, die habe ich schon, ne? Ach, Mano. Schade, ich hätte gerade einen Booster, hätte ich gerne gehabt. Mal gucken, wie ich am besten starte, um nicht immer gleich abknüppeln zu müssen. Okay, dann hätte ich mir vielleicht auch einen anderen Ort suchen sollen, einfach. Weil hier oben ist es ja doch ein bisschen schwerer. Was brauche ich denn jetzt mal für die Spitzhacke? Stroh. Gut, dann sammeln wir nochmal ein bisschen Stroh ein. Ja, komm. Ich will... Okay, jetzt juckt es mich gerade. Wir gucken nochmal bei den Enneagrammpunkten nach. Ab wo denn so gesehen das erste kommt, was anders ist. Okay, hier haben wir Pfeil und Bogen gehabt. Das ist hier Zinnpulver. Nur Schwarzpulver gibt es zum Beispiel gar nicht, weil man keine Waffen nutzen kann, wenn ich mich recht entsinne. Normale Fackel, normales Strohdach, was ist das? Doch, Schießpulver, oh, sorry, doch Schießpulver. Zement, okay, am Anfang ist ja wirklich noch alles gleich. Ab wann kommt denn hier mal was Interessantes? Grabstein, ich habe die Arc Prime Enneagramme. Bin ich doch richtig, oder? Interessiert mich einfach gerade, was ist das hier? Insektenschutzmittel kenne ich. Okay. Im Osten nichts Neues. Holzschild. Bin da verwirrt. Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Ich werde mich korrigieren wahrscheinlich. Das ist die Werkbank. Oh oh. Oh oh. Na gut, ach du bist das nur. Super, jetzt sehen wir mal so rein. Gar nichts. Noch weniger als gar nichts. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Manu. Okay, wir brauchen einen kleinen sicheren Unterschlupf vielleicht. Stroh, Stroh, Stroh. Dann nochmal zum Holzstamm. Ich weiß nicht, am Strand ist eigentlich immer am sichersten, aber so wie es mir vorhin der erste Eindruck war, kam es mir hier nicht wirklich sicher vor. Fasern und Holz nochmal für das Speer. Hallo, Toto. Holz. So. Hä? Hat er den Multiplikator ein bisschen erhöht? Ich bin ein bisschen verwirrt. Cabbage Seed. Na komm. Zack und
Genau. Feuer müssen wir jetzt auch machen. Jawohl. Gut, dann werden wir uns mal gleich hier... Ja, es tut mir leid. Ich werde mir gleich erstmal hier die ein, zwei Dodos snappen. Snacken. Na komm. Na. Alter, was hältst du denn aus? Okay, Dodo Level 96 hat natürlich auch was, ne? Fresh Poultry? Federn. Stimmt, man braucht, glaube ich, für die Pfeile jetzt dann auch Federn, ne? Also es macht alles echt ein bisschen schwieriger, aber auch cooler. Na, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt im Stein. Gut, dann hauen wir ein bisschen Stein ab. Warum auch nicht? Kann man immer mal gebrauchen. Kann man immer mal Alter, was kommt denn da jetzt raus? Ein bisschen Feuerstein können wir auch nochmal brauchen. Ein bisschen Gewicht ein. Na super, ist er jetzt auch noch da drin. Egal, gut, dann hi. Nein, 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 nicht schon wieder. Nicht. Nein, ich hänge am Baum fest. Wo bist du? Da bist du. Ich. Wo bist du? Okay, ich sehe die Schadensanzeige hochkommen. Ich habe ihn getötet. Gut. Frisches Fleisch bekommen. Ein bisschen Leder bekommen. Ich dachte, die Leder muss man selber gären. Mysteriös. Ich habe doch jetzt... Genau. Machen wir hier kurz mal ein Lagerfeuer hin. Machen wir es auch gleich ein bisschen heller. Zack. Das ist doch jetzt... Don't eat raw. Mal sehen, was kommt denn da jetzt raus? Truthahnfleisch oder was? So. Ich weiß, es ist vielleicht eventuell auch ein bisschen nervig, immer wieder die Anfänge mitzukriegen, aber... kann sich ändern. Nachher wäre mein Level up. Gib mir mal Tipps in die Kommentare, wenn ich neu starte. Gesundheit, Ausdauer, Gewicht. Erst auf Gewicht, erst Ausdauer, erst Gesundheit. Ich weiß, Gewicht sollte immer schön hoch sein. Schreib's mir mal rein. Wäre schön zu wissen. Warum muss ich jedes Mal eigentlich in dieses Menü zurück, wenn ich was erlernt habe? Das ist auch nicht so richtig. Da, seht ihr? Ich kann... Ah, da, jetzt geht's wieder. Okay. Eine Strohwand, eine Strohtür und... Nein, nee, Strohtür und einen Schlafsack. Gut, wir hätten zwar kein Dach, aber naja, egal. Was könnten wir denn herstellen? Noch gar nichts, was brauchen wir denn diesmal jetzt? Fasernholzstroh, Fasernholzstroh, Fasernholzstroh. Gut, dann sammle ich mal kurz das ein. Ich wollte sagen, oder ich sterbe einfach wieder, aber nö. Ich werde einfach mal wieder beklaut. Jetzt, warum habe ich jetzt zwei... Irgendwas... Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt zwei Fangen gemacht. Irgendwas wurde mir geklaut. Ach, ich bin noch am Arsch. Ich dachte mir gerade, ich werde angegriffen. Deswegen dachte ich so, schnell die Aufnahme wieder machen. Aber denkste. So, ich brauche Fasern immer noch. Wobei... Überladen war ja klar. So, zack, zack. Bisschen Stein raus. Perfekt. Und jetzt hätte ich gerne ein paar Dutzend Fasern. Genau. So, einmal 40 fürs Oberteil. Dann wahrscheinlich noch 10 Dutzend für die Hose. So, machen wir erstmal hier ein bisschen Klamotten. Na gut, das war ja nicht sehr viel. Ein Strohfundament können wir auch schon mal basteln. Eine Wand, zwei Wände. Und ich verhungere. Oh, ich habe doch Fleisch. Bin ich dumm? Moment. Jetzt verreck mich hier nicht wegen meiner Dummheit. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Ich weiß, springen jetzt nicht vor, das ist nicht so gut. So, was haben wir denn jetzt hier? Zehnmal cooked poultry. Das finde ich auch. Ja, ist ja gut. Ist ja auch geil, ne? Im Endeffekt ist teilweise ja vieles gleich, aber hier Metall heißt hier Iron. Also so gesehen der englische Ausdruck. Warum da die Übersetzung jetzt nicht gegriffen hat oder warum das da unterschiedlich ist, das verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir 5 Stück gegessen und was hilft es? Einiges. Gut, dann machen wir mal kurz hier. Zack, da, da, da. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch relativ sinnlos, aber... Ja. Während den Anfängen, die muss man auch immer wieder üben. So, zack. Ping. Pang. Ah, okay, wir brauchen wieder was. Was brauchen wir denn? Fasern. Immer wieder Fasern. Warum haben wir so viel Fasern? Braucht man das schon immer? Oder bin ich einmal wieder verwirrt?
Aber das Video ist ja auch hauptsächlich dazu da, um euch einfach nochmal dran zu erinnern, heute Abend Livestream. Okay, wenn was dazwischen kommt, werde ich es auf Twitter schreiben, aber der Plan sieht es so vor und eigentlich spricht nichts dagegen bisher. Habt ihr echt Bock drauf? Wäre natürlich noch geiler, wenn das hier... macht ihr die jetzt? Nee. Wenn das schon hier auf dem Server wäre und mit... 25 Leder brauchen wir. Mit Roleplay. Wobei Livestream und Roleplay ist so eine Sache. Das ist jetzt dann nicht so einfach. Gucken, wie man das umsetzen könnte, weil ich muss natürlich Livestream, Kommentare und so weiter drauf achten. Mal gucken. Ich hoffe, dass ihr auch jemanden dabei habt, der Sari oder Cloud, die dann bei den Kommentaren helfen, weil das... Also das letzte Mal hat mir gezeigt, also so viel war noch nie dabei an Leuten. Und spielen und dann Kommentare, das war schon nicht so einfach. Also da war ich ein bisschen überfordert in dem Moment. War auch nicht so, habe ich nicht so erwartet. So, also wenn ich jetzt in den beim einem Livestream nicht alles antworten kann, bitte verzeiht. Wie soll ich aber irgendwie das alles im Auge behalten? Da waren irgendwie teilweise 100 Leute natürlich gleichzeitig drauf. Und keine Ahnung, was war das? Okay, 10 Kommentare in einer Minute ist eigentlich nicht so viel, aber ich muss ja auch spielen. Ich kann ja nicht nur da sitzen und Kommentare lesen, ne? Das ist ja ein bisschen sehr Schwachsinn. Das ist ja nicht sinnvoll, live stehen. Dann kann ich mich hinsetzen und Cam anmachen, okay, die ich nicht habe, und mich selbst zeigen und sagen, ja, hier, stellt mir eure Fragen, ich beantworte. Okay, hätte ja auch was. Aber, weiß ich. Ich bin noch kein Vollzeit-YouTuber, der sich damit beschäftigen kann, zu spielen und gleichzeitig eure Fragen und sowieso und habt ihr nicht gesehen und blub. Wie denn? Wie soll ich das machen? So. Ich brauche Leder immer noch. Kann ich noch ein paar mehr von den Dingern schon herstellen? Die werden mir sowieso eine Buchse geben. Wenn ich den da angreife, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich brauche Leder. Dodos wären besser, aber ich sehe hier gerade keinen. Obwohl, der hängt da fest. Der hängt doch fest. Bist doch ein kleines Opferchen für mich. Okay, Level 40, das könnte schief gehen. Ich würde sagen, das könnte ein bisschen dauern, aber so wird das sowieso nichts. Ja, es tut mir leid, aber ich habe Hunger. Kein Hunger, ich brauche dein Leder. Dum, 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 dum. Alter. Boah, endlich. Leder, Axt. Zack. Jawoll. Sehr schön. Und den Rest machen wir Fleisch. Und ja, ich weiß den Unterschied. Mit der Spitzhacke kriegt man mehr Fleisch raus und mit der Axt kriegt man mehr Leder raus. Wahrscheinlich habe ich das wieder komplett verdreht, aber nee, kam mir eben richtig vor. So, Lederschlafsack. Dankeschön, bitteschön. Kann ich mir noch irgendwas für meine Klamotten malen? Da, Kopf. Na gut, machen wir. Zack. Und stellen wir gleich einen her. Ich bin überladen. Sehr schön. Immer noch? Ich hoffe nicht. Zack. Komm, welches Skin? Wollen wir mal das hier das reinhauen? Tester-Skin-Mütze? White Admin-Mütze, okay. Ha, wie cool. Ich bin überladen. Scheiße! Bin ich schon mal mehr auf Gewicht gegangen? Was können wir da mal wegwerfen? Okay, bisschen Stein. So, pack. Ist ja meistens oder öfters mal das Schwerste. Komm. Beglüppig, beglüppig. Warum schwebt das jetzt da so in der Luft? Ah, gut. So. Oh. Da ist die Tür. Ah, jetzt habe ich mein Lagerfeuer nicht mehr. Ich kann es aber einen herstellen. Kann aber eins herstellen. Meine Fresse. Deutsch ist bei mir heute mal wieder komplett ausgefallen. Im Kopf. Hallo. Kannst du mal... Ja, dann machen wir das so. Zack, zack, zack. Och komm, ernsthaft jetzt? Passt nicht. Schlafsack ist versperrt. Ich versperre dich gleich. Was nicht passt, wird passend gemacht. So. Na komm. Jetzt, ich hab's. Da, da, ne, da, da. Meine Herren. Gut, Verschwendung. Machen wir nochmal Lagerfeuer hin. Und nochmal ein bisschen Fleisch rein da. Komm, ab. Ich sollte die Biberbauten klauen, aber das funktioniert nicht so ganz. Dafür bin ich noch zu schwach. Gut. Wie sehen wir denn jetzt mit dieser Mütze aus? Bescheuert. Einfach nur bescheuert. Passt nicht zum Thema. Egal. Hä? Habe ich das jetzt wirklich gemacht? Da ist sogar wieder Fleisch drin. Ja, natürlich. Oh Gott. Ah.
Bobby, verwirrt, bist du umfallen? Da ist ein Raptor, da ist ein Raptor, da ist ein Raptor, da ist ein Raptor. Nö, 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 nö. Oh, ich könnte ja mit ihm. Ich helfe dir! Oh, au. Genau, du schubst ihn zu mir und ich hau ihn eine. Ich habe ihn getötet. Ich habe dich nicht gehauen. Ah, sehr schön. Braver Triceratops. So. Moin. Nee. Dank, dank, dank. Habe ich das wirklich verdreht mit dem anderen Ding? Ach, egal. Ging schon. Hey! Hä? Eine Pike. Oh, geil. Coole Sache. Pike ist doch immer noch besser als eine, als ein Speer. Schönes Ding. Ach ja, Level Up. Dann haben wir diesmal wieder ein bisschen Gewicht drauf. Und gibt es irgendwas Großartiges Neues? Natürlich nicht. Außer vielleicht die Steinschleuder, aber die bringt einen Scheißdreck, mal ernsthaft. Ich finde, die bringt einen Scheiß. Stoffschuhe, Stoffhandschuhe. Fasern, Fasern. Immer wieder die Fasern. So, ich hätte natürlich auch Bock, beim Livestream einfach wirklich dann komplett anzufangen. Mit dem, wenn wir neu starten sollten. Ich hoffe es gerade, ehrlich gesagt. Ich gerade nur Kacke baue. Komm. So, und. Perfekt. Macht er doch, oder? Ja. Was hast du? Gipfelstürmer, du. Stoffschuhe, Stoffhandschuhe. Perfekt. Oh, mir fehlen noch die. Was? Oh, ich habe die Beine noch gar nicht gemacht. Upsi. Wir laufen noch wie die Village People hier rum. Was brauchen wir? 50 Fasern. Na, Glückwunsch. Die können wir nochmal holen. Und 26, kommt, dann gehen wir mal her. 29, 34, 41, 42, 50. Perfekto. Ein Mörderhose? Vorhin liefen wir auf welche rum, wo sind die nicht mehr da? Eigentlich schade. Finde ich aber auch wiederum löblich, dass sie jetzt, nur weil ich hier jetzt drauf bin und die sich vielleicht denken, dass ich aufnehme, dass sie nicht die ganze Zeit vor meiner Nase rumhocken. Finde ich löblich von euch. Und der Server, ach ja, nebenbei ist zurzeit voll. Letzte Info von Cloud. Keine Ahnung. Na gut. Wir haben bestimmt was. Naja, wir haben bestimmt was erreicht. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mal wieder mit den Anfängen vertraut gemacht. Aber das richtige Gameplay würde dann ja noch kommen. Eine Bewertung würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, mal gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.